Zu den ersten Dingen, die Menschen viele Jahre vor unserer Zeit einschalten, gehört die Zeit. Mit einem Kalender folgen sesshafte Kulturen und mit Ackerbau und Viehzucht. Und diese Kulturen entstanden Hand in Hand mit der Entwicklung der Astronomie, die Mutter aller Disziplinen, unter anderem, aber nicht nur, die Mutter der Mathematik und der Geometrie. Bis ins 16. Jahrhundert hält sich das System, das Weltbild des Griechen Ptolemäus, nämlich das geozentrische Weltbild. Ptolemäus verfasste um die Mitte des 2. Jahrhunderts auch das Lehrbuch Mathematica Syntaxis, heute unter dem Namen Almagest bekannt. Der Text ist mittlerweile auch vollständig überliefert. Im Werk Almagest geht es vor allem um die mathematische Beschreibung der Bahnen der einzelnen Himmelskörper ganz nach seinem geozentrischen Weltbild. In ihm stehen die Planeten schon in der richtigen Anordnung auf ihren Kreisbahnen, aber zwischen Venus und Mars dreht die Sonne ihre Kreise und nicht die Erde, und statt der Sonne steht die Erde im Zentrum. Diese Perspektive, dieses Weltbild korrigieren, das war die Aufgabe von Nikolaus Kopernikus. In seinem Todesjahr erschien noch gerade so sein Werk, und ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, De Revolutionibus Orbium Coelestium, also ein mathematisch darstellbares Modell des Universums. Eine Erde, die sich um ihre eigene Achse dreht und auf einer Kreisbahn um die Sonne. Sein System enthält zu seiner Zeit noch Epizyklen, das sind so komplizierte Kreisbahnen, deren Mittelpunkte wiederum Kreise sind und so weiter. Was wir heute wissen, nicht der Realität entspricht, aber das war nicht mehr Kopernikus, der diese Annahme widerlegte. Mit seinem heliozentrischen System hat Kopernikus jedoch nichts Geringeres als ein neues Weltbild geschaffen. Der Mensch auf seiner Erde rückt von der Mitte an den Rand. Das Universum aber öffnet sich im Prinzip bis in die Unendlichkeit. Wer war jetzt William Gilbert? Er war der Leibarzt der englischen Königin Elisabeth I. Und er hat auch, wie man es sich so vorstellen kann, ein Buch geschrieben, nämlich »De Magnete«. Ein halbes Jahrhundert nach der Entdeckung des Kompassprinzips hatte Gilbert mit diesem Buch also die Wirkung des Erdmagnetismus einem breiten Leserkreis bekannt machen können. Ein Problem bzw. Diskussionspunkt blieb aber noch ungeklärt bzw. noch immer in Diskussion. Was hält die Planeten auf ihren Bahnen und wie sehen jetzt diese Bahnen definitiv aus? Für Gilbert war klar, wenn nicht Gott, dann müsste es der Magnetismus sein. Dann könnten sich die Planeten doch nach alter Vorstellung von kosmischer Perfektion in kreisrunden Bahnen halten, oder? Diese Vorstellung zu konkretisieren war dann nicht mehr sein Bier, sondern Johannes Kepler führte das Werk des Kopernikus fort. Kepler war lange Assistent des Astronomen Tycho Brahe in Prag und dieser hatte umfangreiche astronomische Messdaten gesammelt. Kepler konnte sich auf Brahes exakte Vermessungen der Himmelskörper stützen, die alles bis dahin gemessene weit übertrafen. Kepler besaß einen beinahe fanatischen Wunsch, die Geheimnisse des Kosmos zu durchdringen. Er stellte die bis dahin herrschende Vorstellung von den Planetenbahnen in Frage. In endloser Arbeit und scheinbar hatte er allein für die Bahn des Mars 6 Jahre und 900 Seiten mit Kalkulationen gebraucht, um die wahren Bahnen der Planeten herauszufinden: Ellipsen. Das war jetzt etwas, was der junge Einstein sehr fasziniert hatte. Einerseits die fanatische Besessenheit, durch Arbeit Geheimnisse lüften zu können, andererseits die Mathematisierbarkeit der Welt, die scheinbar, auch wenn die Mathematik, die Geometrie, Konstrukte des menschlichen Geistes blieben, möglich war, aber noch nicht perfektioniert worden ist. Eine Herausforderung Einsteins. Wie entstanden diese abstrakten Konstruktionen des menschlichen Geistes, namentlich Mathematik und Geometrie? Gehen wir ein bisschen zurück noch. Im 3. Jahrhundert vor der Zeitwende hat Archimedes die Methode zum Bestimmen der Kreiszahl Pi auf 5 Stellen hinter dem Komma verbessert. In den Händen Newtons wird aus diesen Anfängen 2000 Jahre später die Physik revolutionieren. Archimedes ist es auch, der Formeln zur Berechnung der Oberflächen und Inhalte von komplizierten Körpern wie Zylindern und Kegeln findet. Nicht lange nach ihm fängt Apollonius von Persch damit an, Kegelschnitte mathematisch zu untersuchen. Dabei benennt er Hyperbel, Parabel und Ellipse.
Kepler, den wir in dieser Zusammenfassung bereits eingeführt haben, kann nun auf die Werkzeuge Apollonios zurückgreifen und die Ellipsen passen jetzt auch wirklich zu den Bahnen der Planeten, als wären sie dafür gemacht worden. Sind die Bahnen der Planeten jetzt wirklich ellipsisch? Nun ja, so einfach ist es nun doch nicht. 300 Jahre später, aus der allgemeinen Relativitätstheorie Einsteins, geht hervor, dass die Bahnen komplizierter sind. Aber wir lassen diesen Punkt jetzt für diese Zusammenstellung hier einfach sein. Eine wichtige Persönlichkeit zwischen Kepler und der Arbeit Einsteins waren noch mindestens zwei Persönlichkeiten. Der eine aus Pisa stammende Galileo Galilei. Mit seinen systematischen Versuchen, wie etwa zum freien Fall, wird er zu einem der Väter der Experimentalphysik. Indem er zu erklären versucht, auf welche Weise die Dinge geschehen, begründet er die moderne Naturwissenschaft. Er war quasi ein denkender und durch die Experimente ausführender Rebell. Aufgrund seiner Experimente wirft Galilei gängige Vorstellungen über den Haufen. Vom schiefen Turm seiner Heimatstadt soll er gezeigt haben, dass schwere Gegenstände nicht schneller fallen als leichte. Nach seinen berühmten Fallgesetzen nähern sich Feder und Stein mit derselben Geschwindigkeit zur Erde, wenn hinderliche Faktoren wie der Luftwiderstand keine Rolle spielen, als würden sie auf gleicher Höhe schweben. Im Jahr 1609 habe in Holland ein Optiker eine bedeutende Entdeckung gemacht, durch Zufall, versteht sich, als Nebenprodukt bei der Herstellung von Brillengläsern. Der Mann ist aufgefallen, dass sie durch die Kombination von Linsen ferne Gegenstände näher ins Blickfeld rücken lassen. Also hat sich Galilei sogleich selber ein primitives Fernrohr gebaut. Der Himmel zeigt sich nun in detaillierten Einzelheiten. Ein Wendepunkt in der Wissenschaftsgeschichte. Mit der Erfindung des Teleskops und wenig später des Mikroskops öffnet sich den Naturforschern die Welt des bislang Unsichtbaren, ins Unsichtbare Große und ins Unsichtbare Kleine. Vor allem seine Beobachtung schwingender Pendel verraten dem Galileo Galilei, dass die natürlichen Bewegungen von Körpern gleichförmig und geradlinig verlaufen, solange keine Kräfte auf sie einwirken. Eine fundamentale Einsicht gegen das aristotelische Weltbild, dem auch die Kirche anhängt. Um Bewegung aufrechtzuerhalten, braucht es keine Kraft. Damit schafft er einen Grundstock für die kommende Revolution des Briten Isaac Newton. Und da haben wir auch schon die zweite Persönlichkeit, die genauso wichtig war. Newton berücksichtigt in seinen Gesetzen im Unterschied zu Galilei sämtliche Kräfte, also auch die Anziehungs- und Fliehkraft. Er kann also die physikalische Wirklichkeit folglich viel genauer abbilden. Mit Newtons drei Bewegungsgesetzen kann er praktisch alle mechanischen Vorgänge präzise beschreiben. Diese Vorgänge werden noch heute überall auf der Welt im Physikunterricht berechnet. Auf seine Arbeiten gehen ganze Disziplinen wie die Hydro- und die Aerodynamik zurück. Unsterblich wurde Newton damit, dass seine Gesetze die Mechanik des Himmels und der Erde in einem System zusammenfassen. Nämlich die Kraft, die den Apfel zur Erde fallen lässt, ist die gleiche wie jene, die den Mond auf seiner Bahn um die Erde und die Erde auf ihre um die Sonne hält. Die Gravitation oder Schwerkraft. Erst Einstein wird zeigen, dass das Universum viel raffinierter gebaut ist als Newton und seine Zeitgenossen vor ihm und auch während ihm annehmen durften. Von seinen Vorgängen erhält er quasi seine Lebensthemen serviert. Dass Raum und Zeit in engster Weise miteinander verknüpft sind, dass Licht und Zeit auf sonderbare Weise zusammenhängen, dass die Gleichzeitigkeit von Ereignissen vom Standpunkt des Beschauers, des Betrachters abhängt. Die Zeit, wie wir sie kennen, sei also alles andere als absolut. Einstein grübelte bereits mit 16 Jahren an folgenden Gedanken. Wie wäre es, wenn man hinter einem Lichtstrahl herliefe? Wie, wenn man auf ihm ritte? Die Antwort auf diese Frage ist, wenn man so will, die spezielle Relativitätstheorie. Und hier endet die Zusammenfassung.